Guten Morgen und direkt wieder Runder. Denn wir haben ja, glaube ich, alles, was wir brauchen, ne? Und den Trollstab. Und ich weiß auch gar nicht, gut möglich, dass die Zwerge schon uns feindlich gesinnt sind. Dass die Zwerge, die eben gerade gefightet haben, doch welche sind, die von der oberen Base waren und nicht von der unteren, von diesem Lager, das wir gerade geklärt haben. Ich guck mal, ob das Eier durchgelaufen ist. Ist es, ne? Ja, da fülle ich direkt eine neue Fuhre auf. So. Und hier oben natürlich. Und weil jetzt die Nacht war, ist mehr Zeit vergangen. Vielleicht ist jetzt der Met fertig. Nö. Gut. Dann nicht. Ab nach oben. Und da schmeiße ich diesen einen Harz. Nee, 5 Harz. Ja gut. Hä, wieso waren es nur 19? Hm. Ach, wahrscheinlich, weil ein Weichgewebe bzw. ein Harz noch drin waren, ne? Keine Ahnung. Wie auch immer, wir... Ach, ich laufe jetzt zum falschen Portal. Reflexartig zum Portalraum gelaufen. Das hier ist es, ja. Und dann würde ich sagen, klatschen wir mal ein paar Zwerge. So, und jetzt bloß vorsichtig sein. Das Portal lasse ich mal hier und trage es mal ein. Ich mache einfach nur ein Häuschen hin, das hier kann weg. So, damit wir wissen, dass es hier ist, falls wir schnell weg müssen. Energieschild. Nahrung. Hätte ich mal auffüllen sollen. Egal, komm. Machen wir so. Und dann mache ich sogar so, damit ich nicht übersehe, dass hier ein Item liegt. Also ein Loot-Item. Und ich hoffe, sie sind uns nicht feindlich gesinnt. Ich näher mich mal vorsichtig. Ich sehe keine Zwerge. Ich habe voll Angst, dass gleich einer um die Ecke kommt und uns wegballert. Weil die sind ja übel. Oh Gott sei Dank, sie sind friedlich. Nordling. Moin. Na? Will mal gerne eure Base sehen, was ihr da so an Loot habt. Hier sind keine Kisten. Ja, wir haben leider natürlich unser Lämpchen nicht an, aber dafür immerhin unser Irrlicht. Hier sind ein paar Kisten. Jo, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, ich stelle mich mal hier auf diesen Hügel. So. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. So. Oh Mann. Übelster Volltreffer. Waren das alle Zwerge echt jetzt? Hätte ich mir den Treu ja sparen können. Gut, ja, dann mache ich den mal eben platt. Oh Mann! Das war jetzt gerade voll brutal. Ein Komet auf den Kopf geworfen und das war's. So, kommen wir hier rüber. Einmal um das Lager rum, die Reise nach Jerusalem. So, hier ist Loot, den nehme ich mal auf. Und tschüss. Ich dachte gerade, wie hat er uns getroffen, aber das war er ja gar nicht. So, tschüss. Alter, diese Dinger, ne? Schon dreist. Was ist denn hier? Ah, hier ist ein Kanickel gestorben. Ja, komm. Hä? Ach, da sind auch welche. In dem Boden. Das ist immer am gemeinsten, weil man sie nicht sieht. Wie so eine Mine, wie so eine eingegrabene Mine. Voll dreist. Gut, ich mach mal das Ding hier kaputt. Da nehme ich am besten die Axt, wa? Oh ja. Ja. Das geht ja wohl mit Abstand am schnellsten. Gut, dann gehe ich mal nach oben. Theoretisch könnte ich hier die ganze Base einkrachen lassen, ne? Auch wegen... Hier, wie heißt das Zeugs? Blauem Stoff. Aber ich lasse es mal. So. Alter, wie er sich da durchschnetzelt. Ne, wenn ich geklickt halte. Alter, die Axt ist voll geil. Also die Äxte, meine ich. So, hier haben wir alles, ne? Das da ist nur Edelholz und so. Hier ist noch eine Laterne, komm. Mitnehmen, warum auch nicht. Dann gehe ich mal eine Etage nach unten und scanne hier nochmal alles ab. Das da ist nur ein Bett. Gut. Da ist noch eine Laterne, die nehme ich auch noch mit. Warum auch nicht. Und ansonsten hier Kupferschrott und diese Dinger. Die nehme ich mir mal alle ab.
Aber wo ist jetzt der Stoff? Ist der jetzt da oben? Nee, ne? Der ist runtergefallen, glaube ich. Gut. So. Und so. Wo wir gerade hier sind, wa? Ich meine, blaue Jute wächst nicht an Bäumen. Das hier würde ich so gerne machen können, ne? Dieses, die grünen Ranken, die sehen so geil aus, finde ich. Wenn man die irgendwie craften könnte. Aber immerhin kann man jetzt schon mal die roten Ranken machen. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Huch, oh. So. Und so. Das hier und das. Sehr gut. Und den hier noch. Oh, da ist noch einer. So. Das hier und das. Sehr gut. Und das war's, ne? Ja, ich weiß, hier ist jetzt noch Kupfer, da ist noch dies und da ist noch das. Da oben ist noch eine blaue Jute, komm. Da gehe ich sogar tatsächlich nochmal die Treppe hoch, um diese eine blaue Jute zu holen. Weil sie so selten ist. Ich meine, Kupfer und den ganzen anderen Krempel kriegen wir auch woanders. Wo war's? Hier? Da! Habe ich dich. Gut. Und dann zurück zum Portal. Dann haben wir die Nebellande nämlich auch abgehakt. Ich könnte das Portal... Ich könnte zurückgehen oder ich lasse das Portal hier einfach stehen. Theoretisch müssen wir ja aber auch dieses Gebiet hier noch erkunden. Das heißt, ich kann es tatsächlich hier stehen lassen. Ja, lasse ich auch. X. Muss ich mir dann notieren, dass ich es nicht vergesse? Moment mal, mir fällt doch gerade ein, ich wollte doch noch Yggdrasilholz sammeln. Wollen wir das eben noch machen? Weil da war eigentlich eine ganz hübsche Stelle und mit dieser Axt geht das eigentlich recht fix, ne? Ich packe allerdings mal ein neues Essen in unser Inventar. Ich mache mal hier so. Also ich weiß, ich könnte natürlich immer volle Stacks nehmen, aber das wiegt zu viel. Deswegen will ich immer nur 5 oder so. Hier zum Beispiel. Viel zu viele Ausdauermet dabei. So. Und davon auch zu viele. So. Ne, weil die... Ich hatte ja, als ich gestorben bin, welche hier. Und dann, als ich unsere Leiche aufgesammelt hatte, haben die sich natürlich addiert. Aber gut. Ich nehme mal den und schmeiße den ein bisschen weiter rein. So. Gut. Und dann würde ich sagen, wir sammeln noch ein wenig Yggdrasilholz. Muss ja nicht viel sein. So. Das Portal kann da schön stehen bleiben. Warte mal, dann nenne ich das tatsächlich auch mal X. So. X-Portal. Dann haben wir das sogar auf der Karte so markiert. Damit wir später auch wissen, was es heißt. Energieschild. So. Hier waren doch überall Bäumchen. Da nehme ich den mal auf die 3. Weil wir den jetzt häufiger zücken. So. Und ich habe natürlich größeres Interesse an den großen Bäumen. Da kriegen wir nämlich mehr Yggdrasilholz raus. Hier ist gefühlt 50-50. Ja! Wir haben jetzt ein Yggdrasilholz rausgekriegt, nur 2. Und 16 Holz. Okay, komm. So. Also, auch wenn wir mehr Schläge bräuchten, hauen wir trotzdem schneller zu. Oder? Na gut, okay, das ändert ja nichts daran, wenn die Ausdauer down ist, ne? Dann hauen wir immer erst dann zu, wenn wir wieder Ausdauer haben. Hm. Keine Ahnung. Aber so oder so ist die Axt, also die Äxte, ich sage immer die Axt, aber gemeint sind natürlich die Äxte, noch nicht auf Max abgegradet. Das machen wir später. Oh ja, hier. Schöner, nebelfreier Wald. So will ich das sehen. Da, ne? Das meine ich. Naja, gut, es geht. So, perfekt. Ja, naja, gut. Ja, doch, es geht aber. Doch, das geht schon schneller, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Können wir später mal nachprüfen, wenn wir die abgegradet haben. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Blutstein.
Und noch ein paar Barren. Ich glaube, die Barren haben wir bereits. Ich habe mir das aufgeschrieben. Wir brauchen dafür 10 Barren. Und einen Blutstein. Ja, ich sammle erstmal weiter. Ich kann immer noch aussortieren. Hier, diesen Wald hier mache ich noch weg. Würde ich sagen. Schön hier geblieben. So. Viech. Tschüss. So. Noch ein Vieh gehört. Da ist es. Und tschüss. So, den Loot kann ich auch noch mitnehmen. Warum auch nicht. Dann den hier weg. Den großen Baum hier. Es sind sogar zwei ineinander. Glaube ich. Oder ist das einer? Nö, das war einer. Okay. Ach, und die hier geben, glaube ich, noch Holz, ne? Immer. Nur die Ascheholzbaumstümpfe geben auch Ascheholz, aber die hier geben immer nur normales Holz. Ich glaube, so war das. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Gut. Den hier noch. So. Gewichtmäßig können wir Holz loswerden. Ich hack die Dinger hier trotzdem weg, auch wenn wir viel mehr Holz rauskriegen. Aber dafür sind die mit einem Hit weg. Ne? Ah, jetzt wo ich gerade hier so... Ah, moin. Vorsichtig, ich will dich nicht treffen. Gut. Und hier kommt auch wieder allmählich ein nebeliges Gebiet. Habe ich gar keinen Bock drauf. Nein, voll doch nicht in den Nebel hinein. Ah gut, hier ist so eine Senke, Gott sei Dank. So. Zu Kleinholz gemacht. Kann ich auch beide auf einmal treffen? Ja. Und... So, und den nochmal. Na komm, triff. Hä? Ah, jetzt. So. Gut. Und Holz ist noch okay. Warte mal. Ich hack das hier nochmal alles weg. Oh, Ausdauer. Noch ein Lager. Das trage ich mal ein. Camp. Und da gucke ich mal, ob ein Schädel drin ist. Ist es? Nee. Nee, das ist kein Schädel. Dann ist es auch tatsächlich nicht so wichtig. Ne? Logischerweise. Also klar, da sind Kisten. Und da ist Weichgewebe drin. Aber das ist ja die Mühe nicht wert. Keine Ahnung, da kriegen wir vielleicht 20 Weichgewebe raus. Für einen Riesenfight. Ja, wo 20 Weichgewebe gar nicht so wenig sind, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber gut. Waren hier nicht noch mehr Bäume hier, meine ich doch. Wird es gerade dunkel? Gut möglich. So, Holz weg. Und dann den Baum hier noch. Da ist noch einer. Aber wir müssen noch ein wenig zurück. Nicht nur wird es Nacht, sondern die Axt geht auch gleich down. Ja, dafür, dass wir so schnell mit der zuschlagen, geht sie auch deutlich schneller kaputt, ne? Aber gut. So. Oh oh. Dichas. Frost. Und Frost. Und tschüss. Was war das denn? Für ein überlautes Geräusch. Keine Ahnung. Was das war. Vielleicht haben sich da zwei Sounds überlagert. Deswegen klang es so laut. So, den Baum da noch. Und das Kruppzeug. Und dann war's das. So. So. Holz weg. Dann den hier noch. Und das hier. Komm. Das war's dann auch. Sehr gut. Das ist das Holz, das ich weggeworfen habe, glaube ich. Jo. Na los, komm. Regeneriere deine Ausdauer. So. Gesammelt.
Diesmal hat er die andere Axt genommen. Ich glaube, weil ich den Schlag ausgeführt habe, ohne das Holz anzutargeten. Deswegen dachte er, es ist ein Angriffsschlag. Kann man ja eigentlich auch ein bisschen tricksen mit, ne? Oh, das ist... Also, das sieht schon wirklich echt hübsch aus, ne? Unheimlich, aber auch irgendwie echt voll schön. Gut. Und da, diesen Busch nehme ich nochmal mit. Weil, Greed. Greed ist gut. Und dann hier rüber. Gut. Ja, das sollte reichen. Wie viel haben wir denn jetzt? Naja. Eins und ein bisschen mehr als ein halber Stack. So toll ist das nun auch wieder nicht. Aber wie dem auch sei, hindurch. So, da sind wir. Und da würde ich sagen, wir laufen mal durch. Sammeln so viel auf, wie es geht. Nee, machen wir nicht. Weil ich packe erstmal die Schwade weg. Und nehme mir... Also erstmal nehme ich mir die Krone raus. So. Und dann packe ich die Schwade weg und ziehe den Gürtel an. So. Gut. Und dann laufen wir hindurch. Boah. Wie es am Längen ist, wenn dieser Haufen da liegt. Ja, moin. So, Trophäen weg. Dann haben wir hier Kleinviehfleisch. Holz, Harz, Federn, Gold. So. Holz. Hier rein. Harz. Hier rein. Yggdrasilholz hier. Ja, okay. Ist okay. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen was da. Wir verbrauchen davon ja Gott sei Dank nicht so viel. Holz weg. Nee, aber Edelholz. Marmor. Einen. Gut. Das Portal stelle ich gleich irgendwo anders hin, ne? Das ist jetzt doch gerade echt arg im Weg. Federn. Schuppen. Chitin. Metallteile. Halt. Wir haben endlich den dritten Stack begonnen. Sehr gut. Augen. Dann haben wir hier Erze. Die kann ich leider nicht in die Kiste schmeißen. Die muss ich hier runterwerfen. So sei es. So. Ich laufe nochmal durch. Dann haben wir hier ohne Ende Teer. Holz. Yggdrasilholz noch ein bisschen. Gott sei Dank. Edelholz. Marmor. Ohne Ende Beeren und noch ein bisschen Erz. Hier sind Laternen. Drei Stück. Die kommen hier rein. Oh. So viel zu dem Thema. Gut. Dann Monsterfleisch. Beeren. Ja. Wieder ein bisschen was aufgefüllt. Dann Stoffe. Trophäen. Nadeln kommen zu Pfeilspitzen. Und die kommen hier rein. Sehr gut. Nochmal durch. Ja, haben wir ja gar nicht mal so wenig. Kriege ich alles mit. Ich glaube ja, wenn ich Marmor wegpacke, das aufsammel, Stein weg, Teer weg. Was haben wir hier noch? Erz, das kommt hier runter. Boah, haben wir viel Weichgewebe. Ja, sehr gut. Machen wir direkt gleich eine neue Fuhre an, wa? Monsterorgane hier rein. Dann noch eine Trophäe gefunden. Habe ich eigentlich mittlerweile irgendwas doppelt? Nee, ne? Krass. Ne? Weil dann fühlt sich ja halt das letzte Feld hier immer. Aber es ist tatsächlich 17, 16. Alles kurz davor, voll zu werden. So, noch ein paar Beeren. Hierhin. Und Harz. Das nehmen wir allerdings, packen wir nicht rein, sondern nehmen es raus. Ach ja, stimmt. Da liegt es natürlich noch Harz oben beim... Bei der Dingensbase. Das habe ich ja vor das Portal geworfen. Aber ist gar nicht weiter wild. Wenn wir nächstes Mal es rausholen, dann können wir... Ne, dann sammeln wir es ja auch mit auf. Also wenn wir nächstes Mal das holen, dann haben wir es ja damit wieder... Es ist ja nicht aus der Welt. Das meine ich. Und despawn kann es auch nicht. Herz rein. So. Und so. Was ist eigentlich mit hier hinten? Haben wir hier noch Schwarzmetall? Oh, Alter. Wie viel Schwarzmetall haben wir denn? Nee, das finde ich doof. Da mache ich es lieber so. Und dann haben wir da für das Flammenkern, ne? Hier eine Reihe. Gut. Und wir machen Harz an. Shit, ich habe das Weichgewebe vergessen.
Das hole ich mal von oben. Theoretisch kann ich es auch gleich unten liegen lassen. Halt. Hier. Weil das werden wir ja jetzt noch ein paar Mal machen. Ich glaube aber, das werde ich jetzt noch mal kurz nachprüfen. Wir haben jetzt genug Eiter. Ja, haben wir. Um etwas zu vollenden, was schon viel zu lange ansteht. So und so. Ich habe es die ganze Zeit aufgeschoben, weil ich gesagt habe, es ist eine Verschwendung. Und zwar geht es um die Federumhänge, die abzugraden. Kostet ja Eiter und so. Ne? Die restlichen Ressourcen sind erschwinglich, aber es geht vor allem um das Eiter. Aber es erhöht sich die Rüstung nur immer um jeweils eins. Deswegen habe ich das die ganze Zeit aufgeschoben. Und das werden wir jetzt nachholen. Also das, das und das. 5, 6, 7. So. Die, die hier ist, liegt unten. Das ist ja die hier. Da nehme ich mir nur den Federumhang, wenn ich den erreichen kann. Jo. Und die rüsten wir jetzt alle auf. So. Aufwerten. Was brauchten wir dafür denn nochmal? Federn, Schuppenhaut und Eider. Und da haben wir jetzt genug Schuppen. Oh. Ja, ich sollte mal die Aufnahme beenden. Mein Magen knurrt gerade ein wenig. Ich hoffe, das stört euch nicht. Also, wäre mir doch ein wenig unangenehm, wenn es euch stören würde. Gut, wie auch immer, aufwerten. Federumhang. Oh, ich habe es falsch gerechnet. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Eiter. Stimmt, ich habe den, den wir tragen, nicht mitgerechnet. Oh oh. Aber es könnte trotzdem reichen. Das Problem ist, dass wir einen von 2 auf 4 aufwerten müssen. Ich mache erstmal den hier fertig. So. Huch, was fehlt denn? Ach, Schuppen. Kein Problem, davon haben wir mehr als genug. So. Aufwerten, Federumhang. Ja, aber es reicht. Zack. Und nochmal. So. Und jetzt haben wir tatsächlich alles, alles, was wir aufwerten können, maximal aufgewertet. Sogar die Federumhänge. Das ist doch der Oberhammer, oder nicht? Ich finde schon. Und jetzt müssen wir auch nicht mal gucken, ja, welche Federumhänge war es denn nochmal? Völlig egal, sie sind jetzt alle Stufe 4. Schon klar, die Jungs haben jetzt noch welche, die nicht Stufe 4 sind. Aber das ist ja nun wirklich nicht so schlimm. Ne? Also, Hauptsache die Jungs haben einen. Das ist das Allerwichtigste. Ja, jetzt wollte ich die Sachen unten liegen lassen, habe ich doch nicht gemacht. Habe ich schon wieder sehr gut mitgedacht. Hä? Wo habe ich denn hier noch ein Dingens? Hä? Wo habe ich die denn her? Keine Ahnung. Gut, wie auch immer, das sortiere ich gleich hier oben ein. Unsere Axt ist gleich kaputt, deswegen repariere ich die mal. Schleunigst. Ach, hier doch nicht. Bei der dicken Schmiede natürlich. So. Dann, wo wir gerade dabei sind, repariere ich auch hier mal alles. Und das Portal, das X-Portal, mache ich mal woanders hin. Und zwar hier neben wieder, so. Übergangsweise, ja. So. X. Gut. Dann haben wir, ne, wenn wir weiter erkunden wollen, wissen wir direkt, wo wir das machen können. Wenn ich hier lang gehe, geht das Portal dann an. Nee, gut. Hervorragend. Und dann haben wir die Federumhänge auch durch. Ist ja ein Traum. Ach ja, einen können wir unten liegen lassen. Der gehört zu dieser Rüstung hier, die ebenfalls abgegradet ist. So. Eine kommt an die Dingens. An die hier. Von der Chitinrüstung. 5. Und eine kommt hier zu dieser Rüstung, unsere Ersatzrüstung. Eigentlich sollte ich auch immer die rausnehmen, ne? Ich nehme immer das hier, weil es so satisfying ist, E zu drücken. Und weil hier auch die Stäbe sind, natürlich. So, hervorragend. Ja, das war ja aber wieder eine krasse Aufnahme, oder? Aber wenn ich so auf die Zeit blicke, wir sind bei 3 Stunden und mein Magen hat geknurrt, das sind 2 Gründe. Bevor mein Gehirn wieder bräsig wird und ich 1000 Fehler mache, würde ich sagen, ich beende die Aufnahme dann. Wir haben auf jeden Fall die Sachen, die anstanden, abgehakt. Wir haben außerdem die Umhänge durch. Die kann ich ebenfalls streichen. Und jetzt fehlt nur noch die Axt mit Iolit.
Oh. Stopp. Das mache ich eben noch. Moment mal kurz. Kostet es... Es kostet ja keinen Blutstein, sondern Iolit, den abzugraden. Haben wir noch genug Barren? 12. Warte mal. Schmuck. Iolit. Da will ich noch mal kurz nachschauen. Aufwerten. Da! Wir können herstellen. Donnernde Berserkier-Äxte. Dann mache ich das. Hätte ich die ganze Zeit machen können. Stimmt. Den Blutstein brauche ich ja für was anderes. Ja, dann mache ich das. Komm. Herstellen. Und aufwerten. Kriegen wir das auch hin? Ja. Und dann ist es auch das Max-Ding. Oh, ist das satisfying. Haben wir die auch gemaxt? Wie sieht denn die jetzt aus? Ach, die hat sogar so einen Knister-Effekt. Was passiert eigentlich mit Mausradklick? Soll ich es wagen? Ich wage es. Oh! Geil! So ein Charge. So, perfekt! Haben wir das auch noch gemacht? Weil das stand auch noch auf meiner To-Do-Liste. Und ich dachte eigentlich, wir brauchen mehr Stuff dafür. Braucht man gar nicht. Hervorragend. Die mache ich wieder hier runter. Die brauchen wir nur manchmal. Und die Krone lasse ich jetzt erstmal auf. Ja. Gut. Dann haben wir das sogar auch noch abgehakt. Und dann können wir es noch mehr satisfied die Aufnahme beenden. Sehr gut. Ja, das war doch eine Top-Aufnahme. Und nächstes Mal machen wir dann wieder Festung, ne? Uns fehlen noch ein paar Blutsteine, habe ich mir aufgeschrieben. 5 Stück. Äxte und Iolit haben wir abgehakt. Und wir müssen noch die Schilde aufhängen. Drinwin. Braucht noch 10 Barren, aber die Barren kriegen wir auch in der Festung. Ja, sehr gut. Das hat richtig Spaß gemacht, auch wenn wir gestorben sind. Alles halb so wild. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gerne ein Abo da und ein Like und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.